Achtung, ZDF Neo ist kein Müll. Requisite, Hand, ZDF Neo ist kein Müll. Ich betone das. Hallo Deutschland, aufgehört, hingeschaut und gemailt an tvgalacom@gmail.com. Hören Sie Auszüge, Bestie, Mensch, Dr. Thomas Müller. Wehret den Anfängen. Zuerst hilft man, dann passt man nicht, dann diskriminiert man, dann interagiert man und dann sucht man. Vielleicht steckt man hier oder da mal wieder was zu und schwärzt einen an. Das ist Mensch. Und wenn das dann noch Amtspersonen sind, dann wird's extrem heiß. Und das lasse ich nicht stehen, wie Herr Reich-Ranicki anlässlich meines weiteren deutschen Fernsehpreisbesuches. Ich nehme diesen Preis nicht an, weil die Werte nicht dem entsprechen. Haben Sie verstanden? Ich hoffe doch. Wenn man sagt, dass das, meine Kamera, die Stative, und ein Badschrank und Waschprüfer von Henkel. Vielen Dank für die Spenden. Das ist alles Müll. Das ist alles Sperrmüll. Nächste Nachricht. Ja. Aha. Hallo, bitte melden. Dringend. Ja. Ich sage gerade auf. Entschuldige die Unterbrechung. Das ist ein Hammer. Früher hieß es immer, machen Sie mal einen Strich. Nein, ich mache einen Doppelpunkt. Und ich esse meine Suppe nicht, hat es früher auch geheißen, der Suppenkasper. Nein, hier ist der Partykasper des Lebens, des Alltags. Und stellen Sie sich mal vor, Herr Müller-Wohlfahrt, Herr Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt, so viel Zeit muss sein, bei dieser planetarischen, interplanetarischen Koryphäe. Er hätte aufgegeben, als er seine Approbation aberkannt bekommen hat in Baden-Baden. Manche bringen sich um und sagen, auf dem Globus möchte ich nicht mehr leben. Ein Ostfriese hielt durch. Wahrscheinlich durch seinen anteiligen Humor. Dank ihm, Gerhard Berger auch, Boris Becker auch, Usain Bolt wurde wieder Goldmedaillengewinner mit seiner Rückenblessur, die er seit dem 16. Lebensjahr Dr. Hans Müller-Wohlfahrt begleitet hatte. Das ist einer, ein ganz großer, ein großes Beispiel. Ja, ich hab's eilig, ich weiß. Ja, sehen Sie, ich soll dringend anrufen und ich befasse jetzt mich aufgrund einer subtilen Erpressung, weil es Granitsteine als Mosaik gibt, die ich bekommen habe für ein Rettungsprojekt, für ein Kunstrettungsprojekt. Und der Künstler ist im Krankenhaus, weil sonst wären die schon längst in der Künstlergarage. Ich sag mal Künstlergarage. Das interessiert aber hier Wohnungsbaugesellschaften nicht. Insbesondere auch besondere Menschen, die eigentlich ihr Geld, ihr Hab und Gut verdient haben mit Menschen. Wären keine Menschen da gewesen, hätten sie mit Sicherheit keinen Vorstand gehabt. Wenn keine Mieter da sind, gibt es auch kein Presseorgan, Vorstand und keinen Umsatz. Mit Lebensräumen haben die sich die Taschen etwas, ja, lukrativ weniger oder mehr füllen dürfen. Es gibt aber einen, der hat Vogelperspektiven. Wie der Herr Koslik. Berlinale. Berlin. Und das heißt, der möchte Gutes tun. Wenn aber einem Engel
wie man heute gesagt hat, die Flügel abgebrochen werden, damit man nicht mehr so schnell fliegt und retten kann, dann ist bei diesen Personen, die dafür maßgeblich Verantwortung zu übernehmen haben, einiges unfest im Stübchen, im Oberstübchen. Das ist der ergänzende Podcast. Es kommt noch einer. Der kommt etwas später, weil ich vorher einen Richter konsultiere. Heute. Wir haben 7.8., dass das auch stimmt, bitteschön. Nicht, dass es heißt, das kann er nicht beweisen. Hier haben Sie den 7.8., ich hoffe, Sie sehen das, 22. Weil man ja immer sagt, ja, das ist geschönt und so weiter und so fort. Nichts da. Ich kann alles beweisen. Ich betone das noch einmal. Ja. Wann melde ich mich? Ja, wenn ich fertig bin hier mit diesem Dilemma. Das muss abgelotet werden, zum ZDF gesendet werden, damit man hier sich ein bisschen was rausziehen kann, dass so schnell wie möglich das auf die Bühne kommt. Denn morgen kann der Nächste schon in Not sein, aber ich kann nicht helfen, weil ich im Keller aufräumen muss, weil ich nämlich in meinem Keller durch einen Wasserschaden vorangehend nicht am selben Wohnort die Sachen schnellstmöglich sichern musste. Und durch diese schnelle Sicherung sind natürlich sehr viele Kisten noch eingelagert. Und wenn die, ja, Sie merken selbst, ich muss aufsagen. Und diese Notfälle, weil ich nicht reagiere, SMS, werden jetzt in den Hintergrund, müssen in den Hintergrund treffen, weil eben die Requisiten Müll sind, laut Hausverwaltung. Das muss man sich mal im Ohr, im Kopf. Was soll ich machen? Okay, wie gesagt, das ist sehr, sehr dringend, aber das hat alles. Wahnsinn. Das hat alles mit dieser Hausverwaltung zu tun. Und ich werde das nicht nur bei Lanz auf die Bühne bringen. Wahnsinn. Merken Sie das? Die Patienten sind nebensächlich. Und man hat auf meine Einlassungen, die ich sehr ausführlich getextet hatte, nicht reagiert. Und das ist der Hammer. Und das lasse ich nicht stehen. Da wird ein Buch geschrieben, wie Mr. Bestie Mensch. Wie viel Krimi verträgt die Welt? Die Welt kennt dieses Bike. Bush, Putin, Tony Blair, Stephen Harper etc. pp. Und mit dem bin ich unterwegs. Für diese Krache. Insbesondere jetzt diesem Krache. Eine Milliarde macht das nicht wieder gut, was ich jetzt erlebe. Euro. Sie haben verstanden? Eine Milliarde Euro macht das nicht mehr wett, was ich jetzt erlebe. Und alle waren mal vielleicht mit Spielsachen von der Spielwarenmesse. Sehen Sie hier? 60 Jahre Spielwarenmesse. Vertraut. Waren alle Kinder. Da stimmt doch was nicht. Da stimmt sehr viel nicht. Und das kläre ich auf. So sicher wie das Amen in der Kirche. Glauben Sie mir das. Herr Dr. Ulrich Probst, es tut mir leid. Ich habe hier den Beweis. Bitte schön. Dankeschön für die Einladung, LMU München. Dass es Ihrem Hause, hoffe ich, bald besser geht. Oder brauche ich jetzt wieder die Kräfte des BGHs? Auch da gibt es Richter in einem Tennisclub und der sagt,
Das schaffst du. Nee, alleine nicht, nur mit den richtigen Richtern. Und mit den richtigen Riechern sozusagen, das habe ich da damals gesagt. Ich habe jetzt genug eingeblendet. Es ist wichtig, dass wir den Mund öffnen, Planet White. Nicht wegschauen, denn wer die Brände nicht löschen darf, ja, der hat ein Problem. Welches? Das werden Sie erfahren. Ich werde diese Brände löschen und ich werde so viel wie möglich Intendanten einschalten, dass dieses Verbrechen in Nürnberg aufgeklärt wird. Sie verbüßen Ihre Strafen. Und was kommt danach? Persönlichkeitsgestörte Sexualstraftäter müssen oft jahrelang therapiert werden. Doch irgendwann stellt sich die Frage, wie gefährlich sind sie noch? Hier geht es nicht um so ein Delikt. Hier geht es um andere Delikte. Und die sind auch psychisch gestört. Diese Menschen, die diese Delikte aufrechterhalten. Und aus diesem Grund werde ich Buchstabe für Buchstabe so platzieren, dass es ein ähnliches Buch gibt, wie Bestie Mensch. Und dann werde ich mit Hilfe von Superstars, etwas ins Leben rufen, was bis jetzt noch nicht präsent ist. Lassen Sie sich überraschen. Gala.com.tv, mehr Mensch. Wie hoch ist das Risiko, dass Sie rückfällig werden? Wieder vergewaltigen, wieder morden. Auch wenn eine Seele ermordet wird, ist es Mord. Sie verstehen? Ein Physiker hat sich verabschiedet. Seine Seele wurde ermordet. Er wurde diskriminiert. Ich kannte ihn. Physiker Mr. L. Und dafür werde ich was machen? Was werde ich machen? Etwas unternehmen? Es kommt die nächste Nachricht. Etwas unternehmen, dass nicht nur der Herzinfarkt auf dem Bau passiert. Den haben wir auch noch im Paket. Was soll ich noch alles tun? Es wird gehandelt, definitiv. Und bitte halten Sie sich daran, Motor aus im Stehen. Gifte gibt es genug. Würde, Morde müssen Regress finden dürfen. Was in Amerika geht, muss in Deutschland möglich sein. Es muss abschreckend sein. Denn ich sage Ihnen, jede Minute zählt. Jetzt kommt ein Tele und dann kommt ein Heli. Filmbike, gala.com.tv, no limits, more human rights. Tut mir leid, ich entschuldige mich. Ich kläre weltweit für mehr Mensch. Lassen Sie sich überraschen. tvgalacom@gmail.com ist meine E-Mail. Ich möchte kein Täter sein. Ich möchte kein Mitwisser sein. Und daher erhebe ich Stimme. Bis bald. Es ist nicht zu lang. 15 Minuten Weisheit.